In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut, war sie bis zum Zweiten Weltkrieg eines der bedeutendsten Beispiele barocker Architektur. Ihre viel bewunderte Kuppel hat weder Vorgänger noch Nachfolger. Sie ist wie die gesamte Kirche das Meisterwerk des Ratszimmermeisters George Bär. Auf der Silbermann-Orgel spielte bereits Johann Sebastian Bach. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 geht Dresden im Feuersturm der Bomben unter. Zunächst scheint es, als habe die Frauenkirche den Angriffen der Alliierten standgehalten. Doch am Morgen des 15. Februar stürzt auch sie in sich zusammen. Mehr als alles andere wurde der übrig gebliebene Trümmerberg zum Symbol für den Untergang Dresdens. Seit 1982 versammeln sich die Dresdner dort jedes Jahr zum stillen Gedenken und in stummen politischen Protest. Mit dem Zusammenbruch der DDR erhält auch die nie aufgegebene Hoffnung auf einen Wiederaufbau neue Nahrung. Auf die Initiative einer kleinen Gruppe, unter ihnen der Trompetenvirtuose Ludwig Güttler, beginnt 1994 eine beispiellose Aktion. Vor den Augen der Dresdner und der Welt entsteht die Frauenkirche ein zweites Mal. Der Trümmerberg wird enträumt und die vorhandenen Steine katalogisiert. Dabei gibt es gelegentlich Überraschungen, wie hier den Fund des alten Turmkreuzes. Ein neues goldenes Turmkreuz spendieren die Engländer. Der neue alte Bau wird zum Symbol der Versöhnung zwischen den Kriegsgegnern. Die Begeisterung und der Einsatz der Beteiligten kennen keine Grenzen. Die immense Summe von 100 der 179 Millionen Euro Gesamtkosten haben Menschen aus der ganzen Welt gespendet. Vor wenigen Tagen wurde die Frauenkirche feierlich eingeweiht und ihre Bestimmung als Gotteshaus übergeben. Dieses Weihegottesdienstes ist bestimmt für das Versöhnungswerk der Kathedrale von Coventry. Als die St. Michael's Cathedral in Coventry im November 1940 durch deutsche Bomben zerstört wurde, war dort die Antwort ein Nein zur Vergeltung und ein Ja zur Versöhnung. Daraus entstand eine große Versöhnungsarbeit. Die Hand der Freundschaft wurde vor allem auch nach Deutschland gereicht. Es kam so auch zur Partnerschaft mit Dresden. Heute ist dieses Versöhnungswerk tätig in anderen Gegenden, vor allem im Irak oder im Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Ich möchte Ihnen diese Kollekte sehr ans Herz legen. Es ist ein Zeichen unserer Verbundenheit mit der Arbeit in Coventry. Ich danke Ihnen.
Ehrenamtliche haben sich in selbstloser Weise engagiert. Die Kirchenführerinnen und Kirchenführer zum Beispiel, die in den zurückliegenden 9 Jahren seit der Weihe der Unterkirche in zahllosen öffentlichen Führungen die Botschaft dieses so besonderen Ortes weitergesagt haben. Es waren jährlich zwischen 500 und 600.000 Menschen, die in der Unterkirche zusammenkamen und mit ihren Spenden zur Finanzierung beigetragen haben. Meine Damen und Herren, die Frauenkirche ist ein Gottesgeschenk, das Menschen einander gemacht haben. Über die Grenzen von Generationen, von Nationen und Konfessionen hinweg haben sich Ungezählte zu einem Auftrag miteinander verbunden. Und darüber sind sie zu Hoffnungsträgern und Brückenbauern geworden. Und darum wird diese Kirche ein Ort der Versöhnung und des Friedens sein. Wir hoffen für alle Zeit. Ich danke Ihnen allen.